Guten Morgen. Leiber haben wir vor, da haben wir Jesu Christi, komme ich nach dir und ich danke dir für deine Leib und für deine Güte. Du bist ein wunderbarer, gerechter Gott, Herr. Du hast deine Augen auf über dich, was ich sehe, was ich achte, was ich liebe, Herr. Die Bibel sagt, dass deine Augen der ganze Welt, der steht am dich, der später sein, was ich mit Abrechen heute sehe, Herr. Help uns, dass wir die Emma sehen, dass wir an die Leibe, dass wir die herrschen, Herr, im Namen Jesu. Amen. Psalm 119, 123 sagt, gerechter Gott, ich sehne mich danach, dass du mich befreist und das Versprechen erfüllst, das du mir gegeben hast. Wenn einer so das erlässt, wo der Psalmist so direkt betet hat, dann sagt Gott, das zieht, den Versprechen anzuhören, das würde wie vielleicht für frisch schätzen. Über die Bibel nannt im Psalmisten Mann am Herzen Gottes. Und wenn wir in der Bibel die Gebete oder die, wo Jesus selbst in ihr Recht, wo wir beten sollen, und uns lehrt, abdringlich zu werden, dann ist dort viel Dollar ein Mensch, was läuft, ein Mensch, was erwartet hat, nicht ein frischer Mensch. Gott will dort wie dringend werden, wenn es dort bewiesen, dass wir wirklich ans Vertrauen ab am haben. Herr, du hast mich lieb, bitte hilf mir und lass mich deine Ordnungen verstehen. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Nun schenke mir auch das Verständnis für die Überlieferungen, in denen wir deinen Willen erkennen. Also, ich bete um Help. Ich bete am Help Gottes Wut erfallen, ich bete am Verständnis Gottes Wille, Herr Chana. Es ist höchste Zeit, dass du eingreifst, Herr, denn die Menschen missachten deine Gesetze. Also, was der Psalmist hier sagt, erst wenn Gott nicht angerübt, wer wurde die Menschen seine, dass Gott im Gerechten besteht und dem seinen Recht verhält. Und ich glaube, so soll wie bete. Wie macht er daran bete, dass Gott eingerübt, dass Gott einfach die Angereichte bewies, dass er seine Zähne hält. Ich aber liebe deine Gesetze. Sie bedeuten mir mehr als reines Gold. Jede Art von Falschheit ist mir verhasst. Nur deine Gebote garantieren einen guten und geraden Weg. Du wirst dazu wichtig, dass wie Gottes Wort tschane, Gottes Wort leibe in die Herrsche. Mal dann, wo uns dort geht können, und dann, wo wir auf dem rechten Weg bleiben. Und ich glaube, wir müssen das lernen, einfach auch im Gebet dringend zu werden. Jesus vertellt uns das Beispiel von der Witwe, wo du Tag und Nacht bei dem schlechten Rechter am Recht kämpft. Und Jesus sagt, so soll wie auch für Gott Tag und Nacht am Recht kämpfen. Einfach im Gebet für Gott. Gott hat verhüllen, was er versprochen hat. Du hast Gott gefallen an. Das sei wie im Neuen Testament so viel, weil Jesus dazu dort lehrt. Herr, ich bete, dass du uns liest, da lasst ihr bleiben, und dort uns Gebet auch dringend wird, Herr. Dass wir wirklich derst im Glauben dort erringen, was du versprochen hast, und dort auf der Angereichte sein, dass du mit uns bist, und dass du auch du derst zum Glauben kommen, dort bitte ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.